Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloschkanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Wir sind hier relativ spät in der Saison schon. Ihr seht es hier heute gegen Roma, Fiorentina, Atalanta und Hellas werde ich mal machen, diese vier Spiele. Ich werde auch gegen Fiorentina selber heute zocken. Ich habe Bock, gegen Fiorentina zu zocken, mal nicht gegen Roma. Wir gehen auch direkt mal hier rein in die Simulation jetzt gegen Rom. Werde hier jetzt einfach mit der besten Elf spielen. Und gucken mal, ob wir hier gewinnen. Wir sind natürlich auch momentan auf Platz 5 der Serie A-Tabelle. Und gewinnen hier mit 4-0. Das ist sehr schön. Esposito, Zaniolo. Zaniolo sogar mit einem Hattrick gegen sein Ex-Team, gegen den AS Rom. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht im Hintergrund jemanden niesen hören. ich habe nämlich noch einen Spieler jetzt entdeckt, dessen Vertrag tatsächlich ausläuft. Und der uns jetzt schon eine Hilfe sein kann für die nächste Saison. Da gehe ich nämlich jetzt gleich drauf ein. Wir simulieren erstmal kurz vor hier bis zum Spiel gegen Fiorentina, dass ich dann selber zocken will. Aber auf jeden Fall habe ich einen sehr, sehr interessanten Spieler gefunden, denn Keane soll ja eventuell verliehen. Wir haben jetzt auch noch eine Nachricht. Kalulu ist verkauft, okay. Sehr schön. Denn wir haben dann natürlich einiges noch vor im Sommer und es gibt auch noch den einen oder anderen, der gehen soll. Ich gehe mal hier kurz rein in die Transferzentrale. Da werdet ihr gleich eine riesige Liste sehen. Eine riesige Liste. Ich zeige euch jetzt einfach mal jeden Namen und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, viele sind davon noch gar nicht zu Ende gescoutet. Ihr könnt mir einfach gerne in die Kommentare schreiben, wem davon soll ich holen oder nicht holen. Gerne noch vier andere Tipps unten reinschreiben, bin ich für alles offen. Ich will ja fürs rechte und linke Mittelfeld, beziehungsweise rechter und linker Verteidiger, einen neuen absoluten Top-Innenverteidiger. Und nicht vergessen, ich bin in der vierten Saison. Ich will einen neuen ZM, am besten einen richtigen Top-ZM. Und ich will vor allen Dingen einen richtigen Mega-Stürmer. Plus vielleicht noch ein Backup, aber um den kümmere ich mich gleich. Also hier seht ihr jetzt mal ein paar Namen. Jetzt mal alles auf die Stelle hier, Schnelle hier so ein bisschen. Welche Namen ich hier habe. Wie gesagt, von vielen hat man noch nicht die Gesamtwertungen. Dementsprechend ist es da immer noch ein bisschen schwierig, wirklich abzuschätzen, wem holt man am Ende wirklich. Ich mache das Ganze jetzt mal wirklich ein bisschen sehr schnell. Ja, da habe ich halt einfach viele, viele Namen, die ich mir angucken will. Wo ich mir einfach schauen will, okay, wer könnte der richtige Mann sein? Oder wer könnte sich... Ja, wer könnte auch so ein Spieler sein, der noch jung ist, den man noch weiterentwickeln könnte, zum Beispiel so ein Calimuendo. Aber, so, hier sind einmal alle Namen, also ihr seht, ich habe eine riesige Liste. Mein Top-Favorit natürlich für die Top, dieser Königstransfer Erling Haaland, ist aber auch 172 Millionen wert. Oder eben, wo haben wir ihn? Kylian Mbappé, 224 Millionen wert, da habe ich euch auf Instagram gefragt. Da konntet ihr dann auch abstimmen, wie das Ergebnis aussieht. Weiß ich jetzt noch gar nicht, das schaue ich dann ja, wie es aussieht. Und hier gibt es noch jemanden, der sehr interessant ist, nämlich Ciro Immobile. Ist eben 34 Jahre alt, ist natürlich schon älter, hat aber eine 85, ist gerade in seinen älteren Jahren wirklich zu einer Tormaschine herangereift. Und sein Vertrag läuft aus. Sein Vertrag läuft aus von Ciro Immobile und das wäre doch der perfekte Mann, entweder als zweiter Top-Stürmer neben Haaland, Mbappé oder eben als richtig starker Backup. Wie gesagt, Keane soll verliehen werden, eventuell Esposito, muss ich mal schauen. Ist aber auch noch nicht so stark, der muss sich noch entwickeln und da wäre so ein Ciro Immobile wie 2 Jahre wirklich was richtig Nices. Ich gucke mal, ob er Rotation annimmt. Mindestens wichtig, okay. Kann man mit leben. Wie gesagt, auch als erster Stürmer wäre es okay. So für das erste halbe Jahr, vielleicht sogar für das komplette erste Jahr. Muss mal gucken, 2 Jahre soll er auf jeden Fall bleiben. Sehr schön. Keine Ausstiegsklausel, natürlich nicht. Die will ich da nicht haben. 105.000, okay. Boah. Machen wir mal so 25. Nach 25 Spielen würde er 1 Million kriegen. 105.000 passt eigentlich. Ja, komm. Schauen wir mal. Sehr schön. Ciro Immobile kommt damit tatsächlich im Sommer zum AC Milan. Das ist auf jeden Fall ein guter Transfer, Ciro Immobile. Damit kann man nicht viel falsch machen. Ich zeige auch nochmal hier, Sprintgeschwindigkeit immer noch eine 85. Ist immer noch super. Ruhe 86. Hat ein mega Schlemmspiel von einer 91. Also davon lebt er eben auch noch. Super Ballkontrolle. Wo ist denn der Abschluss? Wo haben da Abschluss? Eine 92. Also eine absolute Tormaschine. Ciro Immobile damit im nächsten Sommer kommt er damit eben zu uns. Das ist auf jeden Fall mega, mega nice der Transfer. Und ich würde jetzt sagen, gehen wir jetzt rein ins Duell gegen den AC Florenz. Wir sind hier im Armenio Franchi in Florenz, die hier mit Lafont im Tor spielen, im 3-1-4-2-System. Jetwa, Arroyo und Nagnon in der Dreierkette. André Gomez ist tatsächlich hier im zentral-defensiven Mittelfeld. Dann Briagi, Sanjet, Kadus und Coco.
im Vierer-Mittelfeld und Loren und De Thomas ganz vorne bei der Fiorentina. Wir spielen wie folgt im 3-4-1-2-System mit Donnarumma natürlich im Tor. Die Dreierkette Romagnoli, Koulibaly und Eder Militao, unsere Top-Dreierkette. Hernandez, Camavinga, Kessié und Semedo im Mittelfeld. Im ZOM Zaniolo, der gegen die Roma einen Hattrick gemacht hat. Und ganz vorne spielen heute Marc Thuram und Loschek. Nelson Semedo. Semedo überläuft einfach mal die komplette Abwehr von Fiorentina, macht das stark. Semedo mit dem Pass darüber und Loschek wäre da gewesen. Das war eine erste gute Aktion hier in den ersten Minuten. Hier sehen wir auch nochmal die Serie A-Tabelle. Wir sind auf Platz 5, Fiorentina 6. Das ist ein unheimlich wichtiges Duell, das wir hier gewinnen müssen. Romagnoli hier mit diesem langen, hohen Ball. Die Idee ist gut. Kommt er auch an? Ja, richtig starker Pass. Theo jetzt hier mit der Flanke und da ist Thuram. Macht ihn nicht rein. Den hat Lafont gehalten, aber Romagnoli, was eine krasse Übersicht war das bitte. Dieser hohe Pass auf Hernandez und Lafont hält ihn hier mit. Hält den irgendwie hier mit. Beziehungsweise war, glaube ich, hier der Unterarm. Crazy. Hat er stark gemacht, der französische Keeper. Oh, das war abseits. Das war eh abseits. Loschek kommt da zwar ran, aber leider abseits, auch wenn der drin gewesen wäre. Boah, ziemlich eng. Aber abseits. Loren am Ball. Von der Fiorentina kam bisher fast nichts, muss man sagen. Und das war jetzt aber richtig gut gespielt. Das ist richtig gut gespielt und der Ball ist einfach drin. Von Fiorentina kam 30 Minuten lang gar nichts. Wirklich nichts. Das müsste deren erster Chance gewesen sein und die machen den gleich. Wahnsinn. Wahnsinn, da hat der Gegner eine Chance, typisch FIFA, und trifft gleich. Und die sind mit 62 Punkten nur einen Punkt hinter uns. Wir sind mit Inter auch noch punktgleich. Wenn wir hier verlieren, dann ist das eine doppelt bittere Niederlage. Der Thomas hat 7 Saisontore, ist schön für ihn, aber wir müssen hier wieder rankommen und wir müssen hier auch gewinnen. Nicht nur ein Unentschieden, das wäre auch zu wenig. Semedos Pass war etwas riskant, aber ging jetzt alles durch und jetzt ist hier ganz vorne. Semedo mal wieder mit seiner Geschwindigkeit. Nelson Semedo. Semedo mit dem Lupfer und der war gut. Der war echt gut, der Lupfer von Nelson Semedo. Der hatte echt was Geiles vorgehabt. Hier sehen wir es, ganz feiner Lupfer. Und Lafont wäre da geschlagen gewesen. Leider nicht platziert genug, diese Aktion von Nelson Semedo. Thomas. Boah, der war gut. Der war gut gespielt. Der war zu gut gespielt. Soll ich nachgucken, wie viele Chancen die Fiorentina hat? Ich mach's jetzt einfach mal. Ich guck jetzt einfach mal Spielinfo. Haben doch 4 Schüsse, okay. Haben doch 4 Schüsse. Gefühlt war es echt ihr zweiter, um ehrlich zu sein. Gefühlt war es ihr zweiter Schuss. Ich kann mich aber auch nicht dran erinnern, dass irgendwas aufs Tor oder so kam. Vielleicht waren es 1, 2 abgeblockte Schüsse. Aber sie treffen einfach aus wenig. Wir haben viele Chancen, wir machen und machen und machen. Eiskalt, eiskalt. Und wenn sie so eiskalt bleiben, gehen sie in die Champions League. Während wir uns dann in der Euroleague rumgurken dürfen und dann wieder von so Teams wie Spartak Moskau raushauen lassen. Ganz, ganz unglücklich momentan dieses Spiel für uns. Gomez. Oh, schön direktes Spiel. De Thomas setzt sich da irgendwie durch. Donnarumma hält jetzt auch mal ein, der aufs Tor kommt. Ja, aber Thuram ist da. Thuram ist da. Und jetzt hier, Semedo ist es, glaube ich. Sehr schön in die Mitte aufs Xavi. Simons, der Pass war scheiße. Theo ist aber noch da und spielt den guten. Moise Kean jetzt. Moise Kean muss die Übersicht wahren. Macht es gut. Thurams Schuss wird aber auch abgeblockt. Mann. Wir müssen einfach konsequenter sein mit unseren Chancen. Ecke. Camavinga hier auf Tavares gespielt. Tavares kann schießen, wird abgeblockt. Romagnoli, Camavinga, der Pass ist gut. Tavares, warum hast du nichts gemacht? Es war abseits. Ja. Thuram, der Pass ist gut. Und jetzt direkt weiterpassen, denn da ist Tavares. Tavares, du bist frisch, du musst dich durchsetzen, machst es gut. Der Pass ist auch nicht schlecht und Kane kommt nicht ran. Mann, das gibt's doch nicht. Oh, Fiorentina hier natürlich jetzt aufgerückt und wir immer noch auf super offensiv aufgestellt. Das wird jetzt gefährlich. Mopay. Hat den hier auf Sisto gespielt. Ah, Camavinga kommt da nicht richtig in die Zweikämpfe. Sisto am Ball. Jetzt sind sie hier in unserem Strafraum und spielen uns da rein. Camavinga mit einer super Grätsche. Trotzdem weiter im Fiorentina im Ballbesitz. Romagnoli gute Grätsche hier, beziehungsweise gutes Tackling. Kean wird nicht gefoult, sagt der Ref. Weiterhin hier der Druck von Fiorentina.
Romagnoli, nein. Wieder Fiorentina im Ball. Sisto. Jetzt aber Militao, wir befreien uns davon jetzt. Boah, der Pass ist super. Der Pass ist super. Tavares im 1 gegen 1. Tavares im 1 gegen 1. Tavares gegen Lafont. Tavares macht ihn rein. Nices Ding. Nices Ding, aber schnell weiter. Schnell weiter, wir haben nicht viel Zeit. Ich will das Spiel gewinnen. Wir müssen gegen die Fiorentina gewinnen. Wir dürfen nicht erlauben, dass Inter uns davonzieht. Wenn Inter uns davonzieht, dann wird das nichts mit der Champions League. Und ohne Champions League wird kein Megatransfer stattfinden. Natürlich würde es theoretisch gehen, aber ich will kein Haaland oder Mbappé. Und dann spiele ich Euroleague. Das ist unrealistisch. Ein bisschen Realismus muss noch da sein. Jetzt auf das Mega-Comeback hier, beziehungsweise einfach aufs Comeback hier wieder arbeiten. Oh, jetzt hier die Kontermöglichkeit. Das ist eine super Kontermöglichkeit. 3 Minuten Nachspielzeit. De Thomas jetzt hier am Ball. De Thomas am Ball. Militao mit einem super Tackling. Und Militao wieder dazwischen. Überrang, was Militao da gerade gespielt hat. Und jetzt muss der richtige Pass kommen auf Moise Kean. Der ist gut, der Pass. Moise Kean. Moise Kean hat es jetzt auf seinem Fuß. Moise Kean, was macht der denn da? Mann. Moise Kean hat es auf seinem Fuß. Er hat es auf seinem Fuß. Der Abstoß. Kommen wir nochmal in Ballbesitz? Nein. Boah, nochmal eine Chance für Fiorentina. Die haben echt nochmal hier eine Gelegenheit. Sisto, die Grätsche von Romagnoli war richtig stark. Was macht der da? Warum legt er sich da wieder hin? Aber Romagnoli wieder da. Das gibt's nicht. Fiorentina wieder im Ballbesitz. Semedo. Boah, sie machen weiter Druck. Sisto. Das Spiel ist durch. Das Spiel ist durch. Leider nur ein 2-2. Wir machen noch 2 Spiele, die wir simulieren. Dann gucken wir, wo wir in der Tabelle stehen. So, Leute. Wir haben ein Leihangebot für Moise Kean. Laie mit Kaufoption. Mal gucken, ob ich das annehmen werde. Und auf jeden Fall wird meine Arbeit hier kritisch gesehen bei Milan. Die werden da langsam kritischer, auf jeden Fall der Vorstand. Nun gut, ich glaube, ich werde sogar das PSG-Angebot einfach nur ablehnen, denn die werden höchstwahrscheinlich... Ja, die werden nicht darauf eingehen, wenn ich sage Laie ohne Kaufoption. Leider ist das bei FIFA so, dass sie dann immer direkt die Verhandlungen abbrechen. Dementsprechend bleibt Kean erstmal. Sollst du auch keinen Abnehmer für ihn finden, ist es auch noch ein guter Ersatz. Ich werde hier natürlich mit der Top-11 spielen, jetzt hier gegen Atalanta. Wir müssen das gewinnen. Wir müssen das gewinnen. Wir gewinnen das. Thuram und Militao. Thuram und Militao, wir werden jetzt noch ein Spiel simulieren. Wir gehen jetzt direkt mal ins nächste Game. So, Leute, jetzt gegen Hellas Verona. Es ist der 36. Spieltag. Wir gucken, was wir jetzt gegen Hellas machen. Wir müssen hier auch gewinnen. War's das? War's das mit der Champions League? Ein Unentschieden gegen Hellas, ey. Das ist doch nicht deren Ernst. Ja, wir sind jetzt Dritter, weil wir momentan, wir gehen mal einen Tag vor, wir müssen nur einen Tag vorgehen, dann spielen die anderen auch alle. Wir gucken gleich mal auf die Tabelle. Ich habe hier gerade zig Nachrichten, das ist gerade egal. Ich glaube, das war's, ehrlich. Ihr seht es da unten. Ihr seht es auch hier. 2 Punkte hinter Inter, 3 Punkte hinter Lazio. Wir machen noch ein Spiel und schauen, ob wir noch Chancen haben. Dann gibt es in der letzten Folge das Spiel, was ich selber zocken werde. Und dann geht es um alles. Aber wir gucken erstmal, ob wir überhaupt die Chance dazu haben. Dementsprechend ab zum letzten Spiel, beziehungsweise zum vorletzten Spiel der Saison. So, Leute, wir gehen hier jetzt in die letzte Simulation vielleicht für diese Folge und gucken, wie das hier ausgeht. 3-0. Zaniolo, Esposito, Semedo. Wir müssen jetzt gucken, Inter hat gewonnen. Lazio hat unentschieden gespielt. Lazio hat unentschieden gespielt. Wir gehen natürlich jetzt rein in die Tabelle. Was bedeutet das? Wir haben nochmal 2 Nachrichten. Aber vielleicht habt ihr es da unten schon gesehen. Ja, das ist aber eigentlich jetzt auch unwichtig, die Nachrichten. Es wird in der nächsten Folge nochmal das endgültige Spiel geben. Okay. Krass, ey. Gegen wem spielen denn die anderen? Sampdoria, Inter. Lazio spielt gegen Napoli. Und Napoli will Meister werden. Wir haben eine echte Chance, Leute. Wir haben eine echte Chance, noch in die Champions League zu kommen. Wir müssen nur das letzte Spiel, gegen wem spielen wir denn da? Das letzte Spiel einfach nur gewinnen. Und dann sind wir in der Champions League. Es geht gegen Crotone. Machbar. Ich werde selber zocken. Wir können es schaffen. Ich werde gegen Crotone natürlich selber zocken. Wenn wir gewinnen, haben wir eine riesige Chance, in die Champions League zu kommen, weil Lazio gegen Napoli spielt. Und Napoli braucht mindestens ein Unentschieden, um Meister zu werden. Das wird geil. Das wird eine geile letzte Folge. Also jeder, der das nicht verpassen will, abonniert den Kanal. Seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ihr wisst ja, einfach hier wieder einschalten. Ich melde mich fürs Erste ab. Es wird super, super eng in der nächsten Folge. Euer Veloce meldet sich ab und
hoffentlich nächste Folge in die Champions League. Bye, bye.